Sei herzlich willkommen hier in Anis Welt zu meiner Serie Nordische Runenmagie. Isa ist eine Binderune, mit der du anderen Runenzauber verlängern kannst. Sie ist die Rune der Stille mit dem Zahlenwert 11. Isa wirkt als einzelner Strich recht unscheinbar, aber gerade sie ist es, die den Schlüssel zu anderen Welten und dem Bifrost besitzt. Isa steht auch für die Urmaterie, den Ursprung und für Eiszapfen. Das Eis als Urmaterie aus der Welt Niflheims wartet darauf, den zündenden Funken des Lebens zu erhalten. Dies braucht sehr viel Zeit. So viel Zeit, dass wir versuchen, es in Zahlenwerten auszudrücken, aber real nie verstehen werden. Zeit spielt einfach keine Rolle bei der Entstehung vom Leben. Im Beruflichen zeigt dir Isa an, dass du jetzt abwarten solltest. Neue Vorhaben können geplant werden, aber erst sehr viel später umgesetzt. Solltest du erkrankt sein, gebe dir die Ruhe und Stille, um wieder zu heilen. Zeichne die Rune Isa auf die betreffende Körperstelle. Das hilft, dein Leiden zu lindern. Besinne dich darauf, es allgemein ruhiger angehen zu lassen, wenn Isa erscheint. In Liebesangelegenheiten sollte, wenn keine Kompromisse gefunden werden können, eine Trennung auf Zeit angestrebt werden. Jera, die Rune der Jahreszeiten. Sie hat den Runenwert 12 und beschreibt damit die 12 Monate des Sonnenlaufes. Um Jahresabläufe wie Säen, Befruchten, das Wachstum und die Ernte, letztendlich auch das winterliche Ruhen zu verstehen, ist es wichtig, diesen Zyklus zu verinnerlichen. Der Mensch muss sich in diesen Zyklen zurechtfinden und danach leben. Als Lohn für dieses Verstehen werden die Jahreskreisfeste gefeiert. Es gilt, im Einklang mit der Natur zu leben, damit Harmonie und Fülle das Leben bereichern können. In beruflicher Hinsicht bedeutet Jera, dass du jetzt die Früchte deiner Arbeit genießen darfst. Jera zeigt an, dass du ein ausgeglichener, intuitiver Mensch bist, der auf seinen Körper hört und ein geregeltes Leben führt. Du bist in bester gesundheitlicher Kondition, weil du auf deine Bedürfnisse achtest. Auch in der Liebe läuft alles sehr harmonisch, sodass über Nachwuchs nachgedacht werden sollte. Auch ohne der Nachwuchsplanung führst du eine sehr ausgeglichene, harmonische Partnerschaft. Eiwas, die Rune des Weltenbaumes. Der Weltenbaum Yggdrasil ist das Fundament des germanischen Glaubens. Früher ging man davon aus, dass es sich dabei um eine Esche gehandelt haben soll. Da es sich aber nicht um einen immergrünen Baum handelt, geht man heute davon aus, dass es sich eher um eine Eibe handelt. Das immergrüne Kleid der Eibe und die Langlebigkeit von bis zu 2000 Jahren spiegelt auch eher das Sinnbild von Yggdrasil wider. Yggdrasil beherbergt alle neuen Welten und wird von den Nornen gehegt und gepflegt. Bei Eivas, die den Runenwert 13 hat, geht es daher um Kommunikation mit anderen Wesenheiten, Verbindungen vom Leben und Tod, Magie, Erlangen von Wissen, Weisheit, Schutz und das Tor zur Anderswelt. Eivas ist ein richtiger Alleskönner. Diese Rune unterstützt schamanische Reisen, Einweihungsrituale und stellt Verbindung zur Anderswelt her. Natürlich erfordert es Offenheit von dir dafür. Wenn du dich darauf einlässt und du wertvolles Wissen erhältst, bedenke, dass du gewissenhaft damit umgehen solltest. Beruflich sind Ängste um deinen Arbeitsplatz unbegründet. Ebenso im gesundheitlichen Bereich. In der Liebe zeigt der Eiwas an, dass deine Beziehung auf einem sehr stabilen Fundament steht. Ich hoffe, dir hat mein Beitrag gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Deine Ani.